Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von RimWorld. Ja, wir werden hier leider ein bisschen angegriffen und müssen jetzt mal gucken, wie wir das hier überleben. Das erste, was wir machen, ist irgendwie hier diese Tür mal auf. So, die soll auch aufbleiben. So, wir sagen allen Automaten, die sollen einmal deaktiviert werden. So. Und dann stellen wir uns hier einfach mal hin und schauen mal, was jetzt hier passiert oder eben nicht. Feuerball. Ja. Genau, nämlich das wird jetzt hier das Problem sein. Okay, interessant. Okay, genau, das wird nämlich jetzt haarig. So, Moment. Ich möchte ihn da als erstes. So, ihr kommt schon mal weg. Du auch. So, dass ein paar Tiere sterben, ist für mich fein. Hauptsache von uns stirbt keiner. So. Okay. Wir müssen hier einmal durch. Okay. Bis hierhin also alles down. Jetzt müssen wir hier nur noch drin einmal aufräumen. So. Und hier. Uff, was ist denn das da unten? Okay. Okay. Okay, die haben schon eine Seite fertig. Kann ich nochmal den sehen? Nee, das geht leider nicht. Die brauchen eine freie Sicht dafür, tatsächlich. Okay, wir reißen einfach diese Wand selbst ein. Ich weiß, dass es bei uns brennt, aber das ist mir jetzt gerade hier wichtiger. Da. Was passiert eigentlich jetzt? Moment. Ah, nee, das geht nicht. Alles gut. So, da kommen weitere Rohstoffe für uns. Okay, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Okay, noch 140 Punkte. Okay, da stirbt noch einer der Viecher, aber das ist okay. Nochmal, ich bin damit gerade fein. Hauptsache wir sterben nicht. Das ist mein Hauptaugenmerk gerade. Okay, nächster Schuss müsste... Ja, jetzt ist es offen. Moment. Okay, wir müssen hier ganz kurz ein bisschen weg. Okay. Also die Schrotflinte, die wir da haben, die ist mega stark. Also die ist wirklich mega, mega stark. Okay, so, räumen wir hier unten noch auf. Okay, dann haben wir alles. So, perfekto. Wir aktivieren alle Bots. Wir räumen auf. Behandlung benötigt. Jo. Okay. Wir räumen hier einmal ganz kräftig auf. Sagen ihnen auch schon mal, dass sie wegräumen sollen. Weil sobald es weggeräumt ist, werden wir hier wieder zumachen. Ja. Hier liegen halt jetzt einige Dinge rum. Ihn werden wir jagen. Was ist eigentlich mit den Insektendingern? Kommen die da rein? Ja, ne? Wir könnten...
Okay. So, wie sieht's aus hier? So, da kommt auch schon die Putzkolonne. Da kommt auch schon die Putzkolonne, die hier ein bisschen aufräumt. Ja, Junge, ich würde ja rausgehen, ne? Sonst bist du für immer verschollen. Okay, du hast Glück. Sie sperren dich nicht ein. Du hast Glück. So. Aber es wird wieder sauberer. Die kriegt wieder einen guten Standing. Und alles wird wieder gut. So. Gut. Okay, das haben wir auch geschafft. Heißt also, das Leben kann weitergehen. Was ich mir jetzt gerade ein bisschen gefragt habe eben, deswegen habe ich so ein bisschen gestutzt, nimmt der? Der hat ja hier noch ein bisschen, oder kriegt jetzt ein bisschen Heu. Wir haben doch jetzt hier Insektenfleisch. Okay, er nimmt das Insektenfleisch auch dafür. Das ist gut. Insektengelee würde ich tatsächlich auch mal hier rein tun. Nimmt der das Gelee denn? Moment, wir gucken auch mal hier rein. Insekten. Das ist alles nicht... Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das hier wollte ich. So, Insekten. Er nimmt das Fleisch, er nimmt auch das Insektengelee. Das ist gut zu wissen. Weil dann werden wir hier das dann mal mit reintun. Dann können die das nämlich auch benutzen. So. Gut. Dann wird das nämlich benutzt. Und alle sind ein bisschen zufriedener. So, wir gucken mal ganz kurz. Es wurden Upgrades gemacht. Der und der ist gut. Der ist auch gut. Der ist gut. Der ist gut. Die zwei können. Eins, zwei. Und wir nehmen... Was nehmen wir denn? Können die... Moment. Könnten die... Was machen die denn überhaupt damit? Nee, das ist blöd. Was machen die hier? Okay, ist auch blöd. Das ist oder so blöd. Ja, Stromforschung bringt mir halt gar nichts. Ja, dann macht ihr mir bitte nur Money, Money. Macht ihr mir bitte nur Money, Money. Also ich habe ja bei dem hier das hier mitgenommen. Es ist aber irgendwie, glaube ich, nicht ratsam, das zu nehmen. Naja. Wir haben 33.000. Wir verbessern also wieder. Ihn. Ihn. Der wird schon. Okay. Ihn könnten wir eigentlich auch nochmal verbessern. Die kosten jetzt schon 6.000. Alles klar. Egal. Beide verbessern. So, und dann haben wir doch da auch wieder ein bisschen was getan. Okay, wie sieht's hier aus? Habt ihr Hunger? Ich glaube, ihr seid eigentlich gerade noch ein bisschen... Was passiert hier? Okay. Was auch immer da passiert ist, es war komisch. Moment. Ich würde gerne die Welt bereisen. Und zwar würde ich einmal... Warum haben wir eigentlich so viele komische Dörfer inzwischen? Na egal. So, wir würden gerne einmal dahin reisen. Und zwar du. Ihr nehmt euch jeweils einen Esel mit. Dass ihr da drauf reiten könnt. 1, 2, 3... So, der. Ihr nehmt ein bisschen Kohle mit. Silber. Und zwar so viel, wie ihr ertragen könnt. Also so viel nicht, sondern so viel. Ein bisschen weniger. Hallo? Ich nehme 8.000. Okay, 8.000 ist zu viel. Da nehme ich 7.000 mit. Ist auch zu viel. Da nehme ich 5.000 mit. Jo, das sieht gut aus. Entsenden, bestätigen, ab die Fahrt. Wir suchen Hühner.
da werden wir jetzt mal gucken, dass wir irgendwo ein paar Hühner zusammenkriegen. Werden wir schon finden. Alter, was ist denn da draußen los? Also irgendein Sturm ist da draußen. Ich weiß nur noch nicht welcher. So, hier machen wir ein... Achso, die lassen wir noch eben wieder wegräumen, dass das da wegkommt. Das da machen wir auch weg, das sieht blöd aus. Okay, genau, also hier werden wir die Hühner irgendwie einsperren oder was suchen oder sagen, hier kommen ausschließlich Hühner rein. Das machen wir bei der anderen Seite natürlich aus. Und zwar hier, Huhn, Klack, hier machen wir es aus. Huhn, weg. So, Gehege, hungern. Dürfte da eigentlich nicht mehr so viel hungern. Okay, wir sind angekommen. Die haben für uns tatsächlich keine Hühner. Schade. Haben die denn irgendwas anderes, was mich interessiert? Crafting, Transport. Ja, die Transport würden mich ja fast schon interessieren, aber... das ist alles nicht so gut. Die da interessieren mich. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Habt ihr Heu? Habt ihr auch nicht. Ihr habt ein bisschen Fleisch, aber das möchte ich euch eigentlich nicht klauen. So, okay, dann nehmen wir das und dann handeln mit dem da. Vielleicht haben die ein paar Hühner für uns. Nein, haben sie nicht. Aber sie hätten wieder ein paar Bauteile für uns. Und sonst habt ihr... Kein Heu, kein Nix, kein gar nichts. Okay, dann gehen wir zu dem da handeln. So, vielleicht hat er ja was für uns, was wir brauchen können. Okay, so. Ihr habt tatsächlich auch keine Hühner für mich. Ihr habt aber Bauteile wieder mal, die nehmen wir auch wieder mit. Natürlich, gerne. Und ihr habt auch keine Heu für mich. Also können wir hier auch weiterziehen. Okay, dann ab nach Hause. Gut, schade. Alle abgeklappert, die hier in der Nähe waren. Aber wir haben die Bauteile. Das bedeutet, wir könnten gleich mal gucken, ob wir dadurch... Okay, es passieren wieder komische, wilde Sachen hier. Alter, wie viele Tiere sind hier? Okay, wir müssen hier rumballern. Also wir warten jetzt eben auf die Karawane, dass sie einkommt und dann machen wir weiter. Hier leckt es gerade auch ein bisschen. Hier leckt es gerade ein bisschen mehr. Hallo, hallo? Was passiert hier? Juhu. Ich kann gar nichts machen. Ich glaube, jetzt ist Feierabend. Hallo? Ich würde gerne weiter zocken. Okay. Ich glaube, jetzt ist hier Ende. Okay, ich warte noch mal kurz. Ja, okay. Ja, gut. Könnt ihr bitte irgendwo hingehen, wo wir nicht gefressen werden? Danke. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein komischer Move war. Ich hinterfrage dieses nicht. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Rohstoffe eigentlich für die Ohren. Und dann würde ich hier, der Rafa, ein paar neue Ohren gönnen. Wie alt ist er sie erst überhaupt? 77. Ah, das passt noch, Mann. Das passt noch. Die kriegt dann gleich ein paar neue Ohren. Und dann geht das schon wieder. So, aber was wir eigentlich wollten, haben wir nicht bekommen, ne? Schade eigentlich. So, tja, müssen wir mal gucken, was wir dann da machen. Das wird sich dann rausstellen. So, okay. Geschenk. Medizin. Wir haben Medizin bekommen.
Dann bedeutet, wir können die zwei Dinger jetzt gleich auch aufbauen. Ah, guck, da wird auch direkt schon gebaut. Ah, guck mal. Sehr fein, sehr fein. Das ist sehr gut gelaufen. Okay, sobald die hier weg sind, werden wir bei unten mal ein bisschen rumballern, glaube ich. Und zwar nehmen wir einen den lautesten, würde ich sagen. Den da. Nee, den da. Genau. So, wir gehen mal ganz kurz hier runter. Der Plan ist nämlich jetzt eigentlich ganz einfach. Wir stellen uns hier hin, hier. Und schießen einfach mal hier hin. Ah. Okay. Das hat nicht funktioniert. Dann. Na, nee. Das machen wir nicht. Eigentlich funktioniert das endlich immer. Aber diesmal nicht. Irgendwie. Oder muss ich ein Tier angreifen? Ah ja. So. Guck, und da laufen schon ein paar rein. Wie die Lemminge. Schön in die Bude rein. Okay, den Rest werden wir dann auch noch erledigen. Nach und nach. Ey, da ist ein Esel durch. Hallo. Da ist noch einer. Achso, das ist einer von meinen. Okay, alles gut. Hab nichts gesagt. Okay, wir kriegen auf jeden Fall wieder ein bisschen Fleisch rein. Wir haben zwar kein Heu, aber das ist okay. Die produzieren ja hier immer weiter. Ja, mit den Hühnern ist halt wirklich blöd, ne? Also, dass wir da so gar keinen bekommen, ist halt eigentlich schade. Naja, werden wir schon rausfinden. Also, das ist gut. Oder beziehungsweise, das heißt rausfinden. Wir werden schon welche bekommen. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Oder anders, sehr wenige Gedanken. Okay, jo, das läuft. Wir haben auf jeden Fall wieder richtig gut Fleischvorräte. Da greift uns irgendwas mit 4 an. Gehen wir kurz verteidigen. Schicken wir da einfach 5 hin. Dann haben die 8. Dann dürfte das auch kein Problem sein. Und da werden auch schon Verbesserungen wieder fertig. Wir können also wieder... neue Mitarbeiter einplanen. Und wir können auch sogar was bauen. Ich würde hier tatsächlich das Hochhaus hinbauen und bei dem anderen auch, dass wir neue Arbeitsplätze bekommen. So, hier auch. Und 1, 2, 1. Genau. Okay. Gut. Warum sind die denn hier? Prellung Mensch. Okay, die haben sich scheinbar ein bisschen verprügelt, die zwei. Ich glaube, die zwei haben sich verprügelt. Das sollte natürlich nicht sein. Die hier müssten wir eigentlich auch mal langsam beseitigen. Das ist ja auch schon seit ewig und 3 Tagen bei uns. So, das reißen wir auch mal ab. Haben wir noch was zum Abreißen? Nein. Und wir haben das nächste Meisterstück. Was Bot? Wie Bot? Wait. Habe ich hier irgendwas? Hä? Wie kann denn ein Bot hier was herstellen? Ich dachte, ich hätte das ausgeschaltet. Okay. Das ist interessant. Haben wir inzwischen die Augen bekommen? Ohren? Nicht Augen, Ohren. Wir brauchten ein paar Ohren. Da. Okay, wir haben tatsächlich die Ohren bekommen. Okay, wir werden mal Rafa jetzt versuchen zu operieren. Dass er wieder was hören kann. Wenn er leider drauf geht, dann ist das leider so. Aber er braucht ein paar neue Ohren, Freunde. Ohren. Ich glaube, so geht es schneller. Ohr. Ach so. Ja, okay. Ihr braucht 2 Ohren. Also machen wir jetzt erstmal links. So. Okay, Rafa. Okay, wer ist denn hier der beste Mediziner? Das ist die andere Frage. 0, 1, 1. Wir haben gar keinen. 4. Oh wei, oh wei, oh wei. 0, 0.
Oh, 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 oh. 3, 5, 6, 5. Das ist nicht gut, glaube ich. Ich glaube, da ist ein Bot tatsächlich der beste Ansprechpartner hier. Aber das werden wir... Ja, müssen wir mal gucken. Okay, Rafa geht tatsächlich wirklich dahin. So, und wer übernimmt jetzt den Job? Das ist die große Frage. Wer... Oh! Oh, oh, oh. Okay, Rafa, du darfst auch noch mal handeln vorher. Guck mal, ist das nicht fein? Du darfst vorher noch mal handeln. Okay, wir kaufen auf jeden Fall deinen kompletten Heuvorrat. Das kannst du schon mal drauf verwetten. Ich kaufe deinen ganzen Dingsbums. Du hast leider keine Hühner mit. Sonst hätte ich die auch noch alle genommen. Aber guck mal, wir haben was für dich. Vielleicht hast du da Spaß dran. Wir nicht. So, okay. Cool. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Okay. Gut. Die Operation findet leider noch nicht statt. Mal gucken, wann es soweit ist. Aber aktuell ist es noch nicht soweit. Da ist der nächste Händler. Den könnten wir auch nochmal befragen gehen. So, wir laufen mal ganz kurz hoch. Gucken mal, was er hat. Er Hühner? Er hat wieder Heu für uns. Das ist gut. Er hat Eier. Straußeneier. Straußeneier. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Ich bin immer überlegen, ob es Sinn macht. Wir könnten die Straußeneier tatsächlich nehmen. Aber ich weiß noch nicht, ob das Sinn macht. Leguan-Eier. Ich glaube halt einfach, das Huhn, das frisst halt nichts. Das Huhn, das frisst halt nichts. So gar nichts. Nee, wir bleiben beim Huhn. Wir bleiben beim Huhn. So, weg mit dir. Wir bleiben beim Huhn. Ich sage aber hierhin, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Und ich sage Tschüss.